Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Und diesmal geht es wieder um Camper, denn hier um den Weinsberg Pepper. Tops und Flops in diesem Video. Kommen wir zum ersten Top an diesem Fahrzeug und das ist dieser WAFA Wasserfülladapter. Den haben wir kostenlos zur Verfügung gestellt von selfshuttle.com bzw. Shuttlepool. Von der lieben Michaela. Die hat uns diesen zur Verfügung gestellt. Wir sollen den mal austesten und was der so bringt und was er so macht. Ja, das erklären euch Leute, die davon Ahnung haben. So, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was ist das eigentlich? Naja, gut, wir haben auch erstmal geguckt, mal sehen, was das für ein Gerät ist. Aber es ist wirklich genial, das muss ich wirklich sagen. Ich habe einen Anschluss und zwar für einen Gardena-Anschluss. Hinten ist so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Ventil drauf. Das bedeutet, dass der normale Stutzen einfach abgedreht wird. Also das heißt, der normale Deckel. Dann packe ich dieses hier hinter, damit sozusagen die Schutzkappe für den Gardena-Anschluss da ist. Und dann wird das einfach, anstatt der Deckel, wird dann dieser Befülladapter drauf gepackt. Ja, und das Geniale an dieser ganzen Sache ist, du brauchst nichts mehr hier abschrauben. Du steckst einfach nur den Gardena-Anschluss drauf. Der Füllabdapter, der öffnet sich. Wir nehmen jetzt hier mal einfach so einen Adapter. Einfach nur gesteckt und das war's schon. Und wenn der Wasserdruck kommt, dann öffnet sich der Adapter. Und wenn der Wasserdruck wieder weg ist, schließt sich der Adapter. Das heißt, kein Abschrauben mehr vom Deckel. Das ist alles für diese Weinsberg und Knaus. Und ich glaube, Bürstner ist noch dabei. Müssen wir noch mal kurz einblenden. Die Fahrzeuge, die diesen Wassertank haben. Den gibt es einmal mit Feingewinde, als auch mit Grobgewinde. Und ja, da muss man halt gucken, welche Variante man dort hat. Wir blenden euch natürlich auch die Internetseite ein, wo ihr dieses Ding natürlich beziehen könnt. Ja, und wenn man dann fertig ist mit Wasser auffüllen, einfach abziehen, den Stutzen wieder drauf, damit da kein Dreck rein kann, Klappe zu und dann war es das schon. So, natürlich nicht wundern, dieses Kabel hier oder dieser Bindfaden, das ist die Befestigung für das Silber-Ionen-Sieb, was wir hier für den Wassertank natürlich noch haben. Und ja, da ich auch nicht so viel Ahnung davon habe, wie dieser Fülladapter eigentlich ist, also was halt die Praxiserfahrung, fragen wir einfach mal meinen Vater, weil der benutzt das jetzt schon eine ganze Weile. Und ja, der wird uns mal berichten, wie das Ganze eigentlich ist. Ihr habt ja die Hände und Teil der Gesichter schon gesehen in einzelnen unseren Videos. Jetzt wird er aber endlich mal wirklich zu Wort kommen, denn wie gesagt, ihm gehört der Weinsberg Pepper. Er ist der Fahrer, er darf überall mit diesem wunderbaren Gefährt umherfahren. Das ist nämlich mein Schwiegerpapa Helmut. Hi. Ja, dieser WAFA, dieser Wassereinfüllstutzen. Wie sind die Erfahrungen da mit dem Teil? Also ein geniales Gerät. Ich muss sagen, ich bin sehr damit zufrieden. Ich kann den Druck abschalten, ich kann den Druck draufgeben, ich muss nicht hin und her rennen. Ich kann vorne an meinem, das werden wir euch gleich zeigen, da habe ich einen Wasserhahn, also einen Hahn dran. Ich habe hier eine Wasseruhr und habe da einen Hahn dran, die ich also anschalten kann und abschalten kann. Und das bleibt alles drauf. Es geht wunderbar, es ist super toll. Ich bin total happy und zufrieden mit dem Gerät. Deshalb sagen wir mal Danke an Michael, dass ihr euch uns das zur Verfügung gestellt habt. Und wo wir gerade bei diesem wunderbaren Wasserzähler sind, das ist nämlich Gadget Nummer 2. Kommen wir zum Teil der Wasseruhr. Ja, warum haben wir die eigentlich? Naja gut, einmal könnte man sagen, wir wollen nicht beschissen werden. Denn man sieht hier immer, wie viel Liter dort durchgehen sozusagen. Die werden also mitgezählt und man kann das halt dementsprechend als Prüfung noch mitlaufen lassen. Natürlich ist das Ding nicht geeicht, so heißt es, genau. Aber was wir auch daran ablesen können ist, wenn der Wassertank voll ist, das heißt, dann wissen wir, ich sag mal bei 80, 90 Liter, dann sind wir bei der Füllstandsmaximum angekommen und dann können wir da dementsprechend den Hahn versperren. Das hat ja mein Vater schon erzählt, dass wir so einen Sperrhahn auch noch dabei haben, weil dann müssen wir nicht jedes Mal zum Wasserhahn laufen und das Ding wieder dementsprechend den Wasserhahn abdrehen. So können wir das direkt beim Befüllen machen, abziehen, weil wir ja den schönen
Fülladapter, diesen Deckel haben, einfach nur abziehen, dann kann ich zum Wasserhahn hingehen, Wasser abdrehen und noch den Druck runterlassen. Und das war's. Das waren jetzt zwei Tops. Einmal der Wasserfülladapter und natürlich dann auch der Wasserfüllanstandszeiger und Hahn etc. Und nach zwei Tops bringen wir mal was ganz Neues. Ein Flop. Was der Flop ist, ja. Nicht Stefan, aber Stefan wird es euch da erzählen. Zum Ersten bin ich erstmal froh, dass ich kein Flop bin. Ja, wir haben ja von super flach, das ist ja eigentlich eine super geniale Erfindung, das muss man ja auch sagen, weil der, da haben wir den Wasserschlauch gehabt. Das ist Trinkwasser, echt. Super flat. Okay, ja, er hat recht, ich habe es nicht richtig gelesen. Genau, also von Superflat, das ist ein schöner, flacher Schlauch, den man auf eine Rolle aufwickeln kann und dann ist er auch gut verstaut. Nicht so wie die Gardena-Schläuche, die ja dementsprechend immer Volumen haben. Genau, können wir ja nochmal einmal zeigen. So sehen die ja normalerweise, so hast du halt immer Volumen und das hier ist ziemlich flach dann verwickelt und damit ist die Sache erledigt. Ja, was aber leider der Flop dabei der ganzen Geschichte ist, dadurch, dass wir dieses abdrehen, also das heißt den Wasserhahn versperren, geht hier Druck drauf. Wenn hier der Druck drauf geht, platzt der Wasserschlauch. Das kann er leider nicht ab. Also bestimmte Druckbaranzeige geht immer noch Anzahl, aber wenn es dann ein bisschen mehr ist, weil auf manchen Campingplätzen hat man höheren Druck, dann geht der auseinander und es kommen überall irgendwie so kleine Wasserfunktätchen raus und damit ist der dann ja hin. Also von daher ab in die Tonne. Ja, und was natürlich noch eine super Sache ist, sind diese Bikeholder. Also, geniale Sache. Die Dinger sind ja hier bei uns montiert. Wir haben die ja selber montiert, dementsprechend verschraubt. Es sind einfache Stangen, die nach unten runterkommen. Und an diesen Stangen kann man hier mit diesen Halterungen sozusagen einfach an dem Sattel sich das Fahrrad befestigen. Ja, und dann kann das hier auch nirgendwo hin. Das klappert hier nicht. Das fliegt hier nirgendwo durch die Gegend. Du brauchst unten eigentlich gar nichts mehr sichern sozusagen. Hier unten ist alles rutschhemmend. Also da hat sich noch nie was bewegt und ist echt ein tolles, tolles Gadget. Ja, und falls ihr denkt irgendwie, na hier rauscht es doch so. Ja, das ist die Klimaanlage über mir. Natürlich bei 31, 32 Grad draußen kann man hier drinnen natürlich das Fahrzeug schön runterkühlen. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man eine Klimaanlage hat. Ja, aber warum wir hier drinnen sind, ist natürlich einmal die magischen Haken. Die magischen Haken sind im Endeffekt nichts anderes wie ganz viele tausende kleiner Saugnäpfe, die auf einer durchsichtigen Platte drauf geklebt sind, montiert sind, wie auch immer. Und an dieser Platte, an dieser Kunststoffplatte, ist dann dementsprechend ein Haken dran. Diese magischen Haken lassen sich entfernen, das heißt einfach an der Ecke ziehen und dann kann man das dementsprechend abziehen. Wollen wir jetzt hier nicht machen, weil das Ganze hat hier überall im ganzen Raum ist verteilt. Von den magischen Haken gibt es aber noch eine zweite Sache. Und zwar ist das hier so ein Clip. So, den finde ich auch mega gut, weil der im Endeffekt, zack, hier für einen Einkaufszettel prädestiniert ist. Der Einkaufszettel kann hier nirgendwo verschwinden im Fahrzeug. Der hängt immer an der Seite. Wir haben noch so einen, nämlich vorne angebracht. Das ist im Fahrerbereich, wo wir dort einen, für den Parkschein sozusagen einen Halter gebaut haben. Also richtig tolle Erfindung und richtig toll. Falls ihr euch jetzt wieder fragt, wo ist jetzt Helmut schon wieder hin? Ja, der kümmert sich natürlich um meine Schwiegermama, damit sie nicht ganz alleine draußen ist, kommt aber nochmal wieder zum Abschluss des Videos. Versprochen. Ja, jetzt kommen wir zu unserem fünften Top und den wird euch natürlich wie immer Stefan erklären, weil er davon Ahnung hat. So, und unser fünftes und natürlich letztes Gadget hier in dem kleinen Video, das ist tadadada, einfach eine Schaumstoffplatte. Ist jetzt nicht spektakulär, aber man muss eins sagen, Tassen, Gläser, selbst Kunststofftassen, die sind hier alle schön fixiert, können nirgendwo hin, man kann sie einfach rausnehmen, der Marcel filmt auch mal drauf. Einfach rausnehmen und auch wieder reinsetzen, das ist also kein Problem. Und es klappert hier nichts, es kann nirgendwo hin, also top die ganze Geschichte. Beisammen sind wir nochmal alle hier wieder zum Abschluss des Videos. Ja, das sind unsere Gadgets, die wir hier für den Pepper benutzen, die hauptsächlich natürlich meine Eltern benutzen. Und ja, ich glaube, sie sind doch da sehr zufrieden mit dem Ganzen. Top. Daumen hoch gibt's Daumen dafür. Nach oben. Zwei Daumen nach oben, muss ich sagen. Sehr gut. Ja, der Marcel noch was zu sagen?
Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, liken, teilen, kommentieren. Wenn ihr, liken heißt ja Daumen nach oben, ne? Wenn ihr Fragen habt, dann gerne rennen in die Kommentare. Wir versuchen wie immer diese zu beantworten. Und wenn wir kilometerweit fahren müssen, um eine Lösung dazu zu finden, wie gerade in diesem Video. Ja, und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.